Im Klimaschutzgesetz, da ist geregelt, wie Deutschland sein Ziel erreichen soll, bis 2045 klimaneutral zu werden. Heute hat das Kabinett eine Reform des Gesetzes auf den Weg gebracht. Künftig wird nicht mehr jährlich geprüft, ob in einzelnen Bereichen wie etwa Industrie oder Verkehr der Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase jeweils ausreichend gesenkt wurde. Nun soll eine Gesamtschau gelten, quer durch alle Ressorts. Gedrängt hatte darauf vor allem die FDP. Sie finden gar nicht gut, was drinnen im Kanzleramt beschlossen wird. Umweltschützer kritisieren, die Regierung entschärfe das Klimaschutzgesetz. Ja, die Ampel hat Fortschritt versprochen, aber das Gesetz ist ein Rückschritt für den Klimaschutz. Olaf Scholz' Regierung schafft es nicht mal, die eigenen Klimaschutzziele zu erreichen. Maßgeblich verantwortlich dafür ist der Verkehr. Deutschland will 2045 klimaneutral sein, deswegen muss der CO2-Ausstoß runter. Das klappt nicht überall. Im Verkehr sind die Emissionen zuletzt gestiegen. Der zuständige Minister müsste eigentlich ein Sofortprogramm vorlegen. Das ist allerdings eine Herkulesaufgabe, denn die Bürgerinnen und Bürger müssen ja mobil sein. Das sind die Menschen insgesamt, die in Deutschland CO2 emittieren, indem sie mobil sind, zur Arbeit fahren, zum Arzt fahren. Und solange wir noch fossile Kraftstoffe nutzen, ist das eben sehr schwer, kurzfristig umzustellen. Der Minister bittet um Zeit, sagt, die Elektromobilität werde ausgebaut, ebenso die Schiene. Das reformierte Gesetz kommt ihm entgegen, denn zukünftig zählt die Gesamtbilanz. Wenn die Industrie zum Beispiel CO2 einspart, kann sie dem Verkehrssektor helfen. Erst wenn 2 Jahre in Folge die Klimaziele insgesamt gerissen werden, muss die Bundesregierung handeln. Die Union bezweifelt, dass das funktioniert. Das Problem ist, man findet keinen Tauschpartner, was überall schwierig ist. Und deshalb wird man nicht umhinkommen, im Verkehr mehr zu machen. Wir haben da Dinge erreicht, aber es muss schneller gehen. Grundsätzlich muss die Bundesregierung mehr tun, damit Deutschland seine Klimaziele erreicht. Umweltbundesamt und OECD sagen, nötig sei es, die Anstrengungen zu verdreifachen.